Besondere an der Reihe ist, dass es sehr vielfältig ist. Also wir haben ja jetzt 4 Spielfilme drin und wir haben Kurzfilmreihen 2 drin. Das heißt, wir haben sowohl junge Filmhochschulen, junge Filmregisseure dabei, die eine ganz andere Art haben, mit diesem Thema umzugehen. Und wir haben eben auch gestandene Regisseure, die ihren 3. Spielfilm gedreht haben. Oder Andrzej Wajda, der natürlich eine ganz andere filmische Sprache hat. Und so visuell haben wir ganz außergewöhnliche dabei, aber eben auch so Geschichten. Alltägliche Geschichten über das Leben, über die Liebe, aber sehr frisch und frech dann erzählt. Also es ist ganz spannend, dass unsere Protagonisten eigentlich immer so auf der Suche sind. Also die sind immer so auf einer Reise, entweder wirklich, die setzen sich ins Auto und suchen jemanden, oder aber sie sind wirklich so unterwegs und suchen etwas. Und oft ist das so eine, ja, man sucht halt sich selbst und seinen Platz in einem vereinten Europa, und das ist eben auch in Deutschland, in Polen oder in Frankreich so. Und das spiegelt sich dann auch in diesen Filmen wieder, die sehr, sehr ähnlich sind. Bei den 4 Spielfilmen, wir haben einen Klassiker dabei, das ist von Andrzej Wajda, das ist die Karwoche von 1995. Das ist die einzigste trinationale Produktion im Programm, das heißt also deutsch-französisch-polnische Produktion. Und das ist eine Geschichte, die im Warschau von 1943 spielt. Und dann haben wir die 3 anderen, also Spielfilme sind zum einen Wintertochter, das ist eine deutsch-polnische Produktion mit Ursula Werner als ältere Dame, die so ein Schatten der Vergangenheit nach Polen reist mit einer jungen Frau, und beide eigentlich so auf der Suche sind. Das junge Mädchen ist auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater, und Ursula Werner versucht so ihre Vergangenheit in Polen halt wieder aufzuarbeiten. Das ist ganz, ganz toll, auch gefilmt visuell ganz stark, und die Protagonisten sind ganz starke Persönlichkeiten. Und den 3. Film, den ich auch vielen sehr ans Herz legen kann, ist ein sehr skurriles Roadmovie. Das heißt, Robert Mitchum is Dead. Ist ein ganz toller Titel und auch ein ganz toller Film. Ist eigentlich eine wunderbare Liebeserklärung ans Kino, ans Filmemachen. Es geht um einen abgehalfterten Künstleragenten, der so seine letzte Chance wittert mit einem jungen Schauspieler zusammen, und die begeben sich auf die Reise durch halb Europa. Und der Künstleragent hat eine alte Waffe dabei, mit dem er dann öfters mal so seinen Argumenten da ein bisschen mehr Nachdruck verleiht. Ich habe so viel Film im Kopf. Und 21 Uhr, genau. 20 Uhr geht's los am Dienstag und dann 21 Uhr immer. Also das ist tatsächlich so, dass man an jedem Festivaltag einen Film aus der Reihe sieht. Wir fangen an mit der Kurzfilmreihe Atelier Ludwigsburg Paris. Das ist am Dienstagabend um 20 Uhr im Glätthaus. Und dann geht es weiter mit dem Spielfilm. Und am Samstag wird dann noch die 2. Kurzfilmreihe 3x3 gezeigt. Ja, es gibt ein sehr vielfältiges Rahmenprogramm. Wir haben Künstler, die eben aus Polen, aus Deutschland und Frankreich kommen. Wir haben DJs, wir haben Bands, die diese Mischung auch selbst verkörpern und diese Musik auch spielen. Und also da gibt es jede Menge zu entdecken. Super, gut. Schön.